Oh la la. Darf ich vielleicht umknäppeln und das, was Sonja gesucht hat, für das halt ein Karls Viel, auf der die Menge die Marsch versteht, er gesagt, dass das kein Rätseldiskurs ist. Für was das kein Rätseldiskurs, weil es unmittelbar und in Interesse von den Leuten ergreift, muss ihnen sich bewusst sein, dass Spruch ein Ressource ist. An Schule funktioniert, über eine Selektion, die Selektion basiert auf der Beherrschung von einer bestimmten Art und Weise zu schwätzen. Das ist an all Land so, und das ist Spruch vom Bildungsbürgertum. Und wenn in dem bildungsbürgerlichen Spruch nicht beherrscht, hat er kaum eine Chance an der Schule. Und in meisten Ländern ist das ein Spruch, wo dann vielleicht ein Zweit als Fremdspruch dabei kommt, wo mehr oder weniger Wert drauf gelöst wird. In England wird weniger Wert auf einen Zweitspruch gelöst wie in Holland. Was ist das spezifisch um Lützburg? Das, was ich gerade bildungsbürgerlich Spruch genannt habe, oder die legitime Spruch am Fongol zu Lützburg, eine Mehrspruchigkeit. Das geht also ein Mehrspruchigkeit, die ich beherrschen muss. Dazu gehört nicht nur das Beherrschen von den drei Landessprachen, mehr auch nach vom Englischen als extrem. Und zusätzlich muss ich wissen, in welche Situation ich welchen Spruch benutzen muss. Und eine Schule vehikuliert eine Erstellung zu den verschiedenen Sprachen. Und wie ich an die Schule gegangen bin, du bist halt hier, war dort sicher eine Devalorisierung vom Lützburgischen Teil von dem legitimen Spruchkompetenz, die vermittelt ihn hat, an eine Überhebung vom Französischen als universeller Kulturspruch. Das ist also ein Ausgangspunkt von meiner Überlegung. Was wird das mit der Alphabetisierung sein? Was wird das mit der Alphabetisierung sein? Mengen, wenn ihr seht, die Lützburger Gesellschaft, wie sie haut ist, kann nicht mehr mit der traditionellen Mehrspruchigkeit funktionieren, weil haut zu viel verschiedene Leute sind. Und da gebe ich schon dem auch knüpfen, was Sabine Erhard gesagt hat, mit den Refugien, die kommen, die kriegen egal was gesagt. Die muss Englisch lernen, muss Französisch lernen, weil das integrieren muss Lützburg lernen. Das heißt, die traditionell mehrsprachige Kompetenz von der Lützburger Schule funktioniert nicht mehr mit einer einheitlichen Spruchgemeinschaft. Heute das als ein Drittel von der Bevölkerung allophon. Allophon nenne ich die Leute, die kein von den drei Landessprachen als Mammensprache. Entschuldigt, ich bin ein bisschen lang, ich antworte mir bloß nach. Pro war konkret, was schweizt für Lützburg als Alphabetisierungsspruch? Mengen gehen viel gut drin. Ich feiere Perspektiven aus dem Perspektiv vom Lützburgischen Mammensprachler. Das ist immer mir einfach, lesen und schreiben und singen Mammensprach zu lehren, brauche ich nicht drauf anzugehen, das ist selbstverständlich. Aus der Perspektiv vom nicht Lützburger Mammensprachler, an Übertalschicht von der Kanner Sinnhaut nicht Lützburger Mammensprachler. An der Spielschule haben sie Lützburg als Fremdspruch gelehrt. Da kommen sie an das Schuljahr, da kriegen da gesagt, Deutsch, Lützburg, das ist eben kein richtiger Spruch, nur lehren wir einen richtigen Spruch Deutsch, kein neuer Spruch dabei. Du dich, dass Lützburg an Deutsch nur bei Nenas, als das ein zusätzliches Problem für sie. Wenn sie weder Deutsch noch Französisch als Mammensprache haben, müssen sie drei Fremdsprachen parallel lehren, was ganz schwer zu machen ist. Aus der Perspektive von der Lützburger Schule. Die Lützburger Schule ist aus historischen Gründen zu viel fixiert auf Sprachlehren. Es wird zu viel Zeit investiert an formalen Spruchunterricht. An was nur ganz vielen Investitionen rauskommt, ist nicht unbedingt zu legitimieren mit dem Investanspruch und Recht. Dadurch, dass den
bricht mit der Vierstellung von den drei Sprüchen. Gibt ihnen der Litzbauer Schuld die Möglichkeit, sich neu aufzustellen, an Spruchlehren auch Ernstes umzugehen. Und da gebe ich so viertens aus der Perspektive von der Litzbauer Spruchpolitik, muss ich bewusst sein, dass Litzbauer ein Jungspruch ist, ein sogenannter Ausbauspruch, ein Spruch, die am Laufe von ihrer Entwicklung verschiedene Domänen erobert wird. Die letzten Domänen, den nur erobert Ginas historisch gesehen, das ist die von der Schriftlichkeit an alltäglichen, einfachen Kommunikationen. Der nächste Schritt, den nur nicht gemacht gehen, wäre von einer Schriftlichkeit, die mehr formalisiert das, das, was die Bildungssprache auf Deutsch könnte nennen. Der Tisch, der den fertig bringt, auf Plätzebüch mehr formell abstrakt Sachen auszudrücken. An Tatsache, dass die Litzbauer mehr intensiv an der Schule benutzt oder sogar als Alphabetisierungsspruch benutzt, als natürlich ein Incentiv an die Richtung zu gehen, sodass die zwei Sachen sich unterstützen. Ich werde es natürlich auch gut drin gehen, Litzbauer als Alphabetisierungsspruch, die sollen auch kurz erwähnt gehen, Litzbauer als ein ganz Klangspruch. Wir sind uns alle bewusst, dass ihr nicht ganz weit mit Litzbauer kennt, an der Distanz, geografisch Distanz, dafür sind wir verdammt, Fremdsprachen zu lernen. Das heißt, der Kefall an der Moyenne, hier nur Männer, Mehrsprachigkeit rauskommen, wenn ihr das Schulsystem ändert. Das schwätzt also, da geht, was hauptsächlich da geht, schwätzt, dass das wir an unsere Cap uns das nicht vorstellen kommen. Und dafür gebe ich Dunis ein Kehr auf den Anfang von der Frau Gefahr an Rechtsfahrwassern zu gründen als null. Wenn ihr guckt, wenn ihr mal so einen Diskurs kennt wie ich oder auch mehr harmlos Sachen, Ministerium mechloschreiben.lu, bei denen Internetspruchpatrioten, hast du auch schon teilweise ein Abrechnung für so, wieso, für was man da richtig Litzbauer schreibt. Litzbauer, der Chefroll von der ganzen Band, die sieht zum Beispiel, Litzbauer brauche ich nicht richtig schreiben, Litzbauer ist nicht so viel lang Text zu schreiben. Das heißt, du hast überhaupt nicht bewusst sein, dass den Ausbau geschieht und dass er geschehen soll, mit diesen Träumen von einer mythischen goldenen Zeitalter vom Litzbauerischen, Litzbauer statt verloren. Und dabei sind wir am Gang, am Blick, los zu machen. Da gebe ich dann noch abhalten, dass wir nun noch keine weiter abprofundieren.